Herzlich willkommen bei Modellbauer Nürnberg. Heute packen wir mal von Carson den X10E BL, also mit Brushless, den Scirocco aus. Der ist 1 zu 10 und on-road. Und den packen wir jetzt mal aus. Wir löten dann noch den Fahrregler um auf T-Stecksystem. Der hat nämlich noch Tamiya-Stecksystem. Und sobald es fertig ist, stellen wir natürlich auch ein Fahrvideo bereit. Hier mal ein bisschen zu den Sachen, was er so hat. 10 Türen Brushless-Antrieb, wasserfest und lipofähig natürlich. Alu-Öldruckstoßdämpfer, schöne Scirocco-Karosserie, 55 km/h und 1 zu 10, Allrad. Jetzt packen wir mal zu Ende aus. Und da fällt uns gleich die schöne Karosserie ins Auge und natürlich auch die 2,4 GHz Fernsteuerung. Die werden wir nicht verwenden, wir verwenden eine Spektrum DX4C. Komplett außen. Hier haben wir einmal die CD als Anleitung. Natürlich auf Deutsch und Englisch. Dann haben wir hier einmal eine aus Papier eine Anleitung mit bisschen so kleinen Zubehörteilchen. Auch mit Beschreibung natürlich fürs Brushless Set. Hier ist die Carson Reflex Wheel Pro. Mit 2,4 GHz und benötigt wahrscheinlich 4 Batterien. In AA-Größe. Genau. Und jetzt machen wir mal die Karosserie gleich ab. Und zeigen euch mal ein bisschen das Chassis. Wie gesagt, das ist das X10E Brushless. Das gibt es auch nur als Chassis mit Funke. Wie man sehen kann, ist es sehr schön. Wunderschöne Alu-Stoßdämpfer. Allradantrieb per Kardanwelle. In den Lipo-Schacht passen natürlich auch die rechteckigen Akkus, also nicht nur die abgerundeten. Das ist auch sehr positiv. Der Empfänger ist in einer schönen Box, damit auch vor Wasser geschützt ist. Das Getriebe ist relativ gut geschützt mit so einem aus Lexan, so ein Zahnradschutz. Des Weiteren hat das Chassis sogar noch Stabilisatoren, wie man hier sehen kann. Die machen, dass das Fahrverhalten noch direkter ist. Des Weiteren besitzt das Chassis auch noch sehr schön. Richtige CVD-Wellen, keine Knochen vorne bei der Lenkung. Das heißt, ihr könnt keine Wellen verlieren oder sonstiges. Hier sieht man wunderschön das Brushless-Set mit Lüfter, wasserdichten Servo. Und das ist zwar grob geschützt, allerdings ist hier das Problem, dass, wie ihr sehen könnt, da unten zum Beispiel nicht bündig mit den Chassis anliegt und so weiter, kann schon Dreck reinkommen. Das heißt, es ist wirklich halt ein Onroader und nicht geeignet für Sandfahrten und so weiter. Also, dann sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und was ich gerade sehe, der hat sogar schon T-Steckeranschluss. Das ist auch positiv. In der Beschreibung stand Tamiya-Anschluss. Also, dann Tschüss und bis zum nächsten Mal. Test. Schon wieder Spektrum DX4C.